Wir wurden ausgeplündert und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu This War of Mine Road to Frostpunk. Ich habe die Musik mal ein kleines Stückchen lauter gestellt tatsächlich und ich habe auch den Mod noch mal ein bisschen anders, sage ich mal, installiert, dass wir jetzt auch die Textausgabe haben. Ich habe das Ganze getestet, die Textausgabe ist vorhanden. Ja, wir wurden ausgeplündert, aber mit unserem geilen Sturmgewehr und zwei Munition konnten wir die Angreifer verjagen. Das ist natürlich sehr schön. So, Boris, du wirst auf jeden Fall mal ins Bettchen hüpfen. Leicht krank, zufrieden, müde, ja. Haben wir noch Brennholz? Da machen wir den Ofen mal voll hier, damit es mal ein bisschen wärmer wird. Ich habe das Gefühl, es wird irgendwie ultra, ultra kalt. So, Emilia, du kannst eigentlich mal gerade aufstehen. Weil hier müsste mal jemand ganz dringend schlafen. So, ich kann das ja mal gerade zeigen. Zum Beispiel, wenn ich hier hingehe. Emilia, würdest du bitte an diese Werkbank gehen? Dann können wir hier zum Beispiel sehen, Munitionskiste. Wir können 5 Munition in eine Munitionskiste packen und sie so safen. Dann kann es nicht geklaut werden. Und wir können aus dieser Munitionskiste dann auch wieder 5 Munition machen, hoffe ich. Die Anzeige hier verwirrt mich jetzt ein bisschen, dass er 5 Munitionskisten für eine Munition haben will. Das macht natürlich absolut gar keinen Sinn. Ich denke mal, man kann die Sachen so safen. Ja, die ganzen Sachen am Herd, da kann ich jetzt gerade nicht ran, weil da ist ja noch zweimal Essen. Da sind zum Beispiel solche Sachen bei wie Kohle oder Calcium irgendwas. Irgendwelche Ziegel sind da glaube ich auch mit bei. Also das waren diese ganzen anderen Symbole. Werden wir dann ja sehen, wenn wir die Sachen essen. Ich check mal gerade hier das Radio ab. Das ist keine wirklich neue Nachricht. Es scheint sich nicht wirklich was an der Lage zu verändern. Naja, gut, ich kann mal gerade gucken, ich glaube, ich habe genug Zahnräder mitgebracht, um irgendetwas zu bauen, ne? Genau, wenn wir das hier nämlich mit Marien machen, dann können wir tatsächlich eine Falle für Kleintiere bauen. Die Sache ist natürlich, was tun wir da rein? Ich würde sagen, wir tun da erstmal gar nichts rein, weil wir verhandeln erstmal mit dem Händler. Moin! So, was hättest du denn? Du hättest Kräutermedizin. Was könnten wir dir denn anbieten? Hier, ich habe richtig geilen Schmuck. Ich habe richtig geilen Schmuck für dich. Heieiei. Okay, du würdest mir einen 10er Stack Wasser tatsächlich für den Schmuck geben. Das hört sich doch schon mal nach einem guten Tausch an. Schmuck für einen 10er Stack Wasser und ein Bestandteil. Woran ich prinzipiell auch noch interessiert wäre, sind natürlich die Waffenteile, die Zahnräder. Würdest du mir auch einen Zahn... Nee, würdest du nicht. Würdest du nicht Medizin essen? Ja, was könnte ich ihm denn noch alles anbieten? Ich vertausche erstmal das hier. Gemüse hattest du nicht zufällig, oder? Nee, leider nicht. Ja, den kaputten Helm würde ich prinzipiell gerne reparieren, damit unsere Nachtwachen auch ein bisschen besser geschützt sind tatsächlich. Ja, mein Freund, Essen hätte ich natürlich prinzipiell schon gerne.
So zwei Stück Fleisch. Ich weiß aber nicht, ob ich dir dafür irgendwie was bieten kann. Okay. Du würdest mir zwei Stück Fleisch überlassen für zwei elektrische Teile und zwei Holz. Das würde ich tatsächlich auch noch machen und dann kann er eigentlich gehen. Ich meine, Medizin haben wir eigentlich aktuell genug. Okay, wir handeln nochmal das. Und dann hau rein, Kollege. Komm in Bälde wieder. So, dann können wir eigentlich... Warte mal, dann gehst du mal gerade was essen. Dann können wir nämlich das neue gleich schon kochen. So. Derjenige, der gleich als erstes aufwacht, der kann dann auch mal was essen. Tü-tü-tü-tü-tü. Boris! Ja, Boris, mein Lieber, dann hau dir doch mal die Wampe voll. Marien braucht noch ein bisschen länger. Ich hoffe, der wird aber auch gleich wach. Du bist leicht krank, ne? Dann hau dich doch mal so lange hier ins Bett. So, jetzt kann ich euch nämlich zeigen, was der Rest hier ist. Jetzt wird mir das nämlich auch mal angezeigt tatsächlich. Hier hätten wir zum Beispiel Holzkohle, die wir machen können. Holzkohle-Brennziegel. Brennstoff aus allen möglichen Sachen. Hier haben wir Barren, die wir herstellen können. Und hier Kaliumnitrat war es. Ja, wozu wir das auch immer brauchen. Also wir haben ja echt einige neue Komponenten. Aber mein Lieber, du wirst erstmal drei Mahlzeiten auf Vorrat herstellen. Die uns dann nicht geklaut werden. Sondern ich hoffe, Marien... Okay, du bist ausgeschlafen, dann steh mal bitte auf. Weil du musst uns jetzt eine Falle für Kleintiere herstellen. So, das ist auf jeden Fall sehr wichtig und die kommt natürlich in den Keller, wie es sich gehört. Und da werde ich dann das Dosenfutter reintun. Wir kriegen ja aus der Falle zwei Fleisch raus. Das heißt, es ist auf jeden Fall gewinnbringend. Ich hätte vielleicht lieber... Ne? Ja gut, können wir so machen, passt schon. Ich hätte vielleicht noch gucken sollen, ob wir Dünger irgendwie bekommen oder so. Das wäre vielleicht noch sinnvoll gewesen. So, dann haben wir das auch schon mal laufen. So, tun wir mal die Dose zu fressen da rein. Und dann schaue ich gerade noch, ob wir vielleicht den kaputten Helm reparieren können, dass unsere Nachtwachen auch ein bisschen besser ausgerüstet sind. Nein, weil wir gerade alle Zahnräder verballert haben. Wir könnten aber ein Messer herstellen. Das brauchen wir aber wirklich absolut nicht. Gut. Dann sind wir eigentlich fertig. Ich gucke mal, ob wir vielleicht noch ein paar Bücher oder so verbrennen können. Dann wären wir für den heutigen Tag eigentlich fertig. Nee, aber wir können mal... Wir können einfach mal vier Brennstoff auf Vorrat gerade mal herstellen. Das ist eigentlich eine recht gute Idee, besonders weil wir den Ofen gleich hier nochmal nachfüllen müssen, sicher. Ja. Gut, Boris. Sieht aber wirklich sehr gut aus. Also wir werden die Leute auf jeden Fall durchbekommen. Wir haben auch noch zweimal richtig gute Medizin. Es sieht sehr, sehr gut aus. So. Okay, dann würde ich mal sagen, wir können den Tag beenden und widmen uns mal der Nacht. So, Marien wird er im Bett schlafen? Wird er im Bett schlafen? Ja, Marien kann man im Bett schlafen. Emilia wird die Wache übernehmen und Boris geht natürlich plündern. Und ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal zur geplünderten Tankstelle und nehmen dort den Rest mit. Das dürfte Boris ja eigentlich schaffen mit 17 Plätzen. Dürfte er den Rest wegkriegen, dann haben wir bei der geplünderten Tankstelle ein schönes großes 100% oben rechts stehen und brauchen uns um die Stelle gar nicht mehr zu kümmern.
Ja, das Doppelhaus ist, glaube ich, auch hinzugekommen, habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Okay. Mitnehmen brauchen wir absolut gar nichts. Ich werde auch nichts helfen. Ich verlasse mich darauf, dass Emilia mit dem Sturmgewehr und der Munition einen eventuellen Raid locker abwehren kann. So, ich kann leider nicht alles mitnehmen, was aber auch schade. Viermal Dünger nehme ich auf jeden Fall mit. Bandage kann auch nicht schaden. Kaffee und Zigaretten. Munition ist immer gut. Ja gut, dann haben wir halt noch die zwei Pistolenpatronen liegen, zweimal Schießpulver und das kaputte Spielzeug. Ja gut, wenn ich irgendwann mal Zeit habe, kann ich hier zurückkommen und diesen total unwichtigen Kram wieder mitnehmen. Aber ansonsten haben wir das hier schon mal leer geräumt. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Sehr viel Material zusammengetragen. Wenn jetzt der Händler kommen würde, ne? Das wäre natürlich ein Traum. Tag 7. Also ich hoffe, wir hatten jetzt mal langsam eine ruhige Nacht. Ich meine, wir wurden jetzt 3 Nächte hintereinander angegriffen. Jetzt kann ja mal... Es ist ja wohl ein Witz, wir wurden schon wieder angegriffen. Aber wir konnten die Angreifer mit 2 Schuss abwehren. Aber Emilia scheint es nicht wirklich gut zu gehen. Sie ist krank. Ja, sie wird auf jeden Fall mal die guten Tabletten nehmen, wenn sie krank ist. Da müssen wir auf jeden Fall... Da müssen wir auf jeden Fall gegenheilen. So, Marien. LOL! 2 Fleisch, Alter! Alles klar, wir haben ja Dünger mitgebracht. So, ab ins Bett. Hier ist mal schön die 2 Fleisch looten. Ja, das ist mal eine sehr, sehr geile Falle, möchte ich mal anmerken. So, und da wir ja Dünger mitgebracht haben, können wir das Ganze jetzt nochmal machen. Vielleicht ist es ja auch so, daran habe ich noch gar nicht gedacht, dass wir vielleicht schneller was kriegen, wenn wir da hochwertige Sachen reinlegen. Ach, hier kommt, wisst ihr was? Interagiert mal ein bisschen miteinander. Interagiert mal ein bisschen miteinander. Das reicht erstmal. Ja, das finde ich auch. Gut, ich glaube, ansonsten können wir hier gar nichts wirklich weitermachen an diesem Tag. Ich schaue noch mal. Nicht wirklich. Zwei Bücher behalte ich mal, die anderen 3 mache ich mal zu Brennstoff. Ich frage mich, wann es endlich mal wärmer wird. Ich meine, es ist jetzt hier eine Woche durchgehend am Schneien wie sonst was. Das muss ja mal irgendwie besser werden. Wir kriegen es auch nicht wirklich hoch von der Temperatur. Unser Regenwassersammelbecken wartet auch schon auf den Einsatz. Ja, mal gucken, hören wir hier vielleicht irgendwas anderes. Was? Das Datum der internationalen Intervention ist jetzt bekannt. Der Waffenstillstand kann in 8 Tagen erwartet werden. What? In 8 Tagen schon? Ist das ein Quick-Szenario oder was? In 8 Tagen?
Okay, da es wahrscheinlich dann noch mal ein bisschen dauern wird mit den Verhandlungen, könnten wir zwischen Tag 20 und 25 hier schon das Ende erwarten. Das ist interessant. Ja, easy. Dann haben wir es ja quasi bald. Okay, dann würde ich mal sagen, Tag beenden. Ich meine, ich habe hier nichts mehr zu tun. Es kommt auch keiner mehr. Emilia wird auf jeden Fall im Bett weiter schlafen. Marie wird die Wache übernehmen und Boris wird plündern. Ich würde mal sagen, wir gehen zum Supermarkt und nehmen dort so viel Kram mit, wie wir können. Ich denke mal, also diese Nacht werden wir auf jeden Fall mal Ruhe haben. Ich meine, hier 4 Nächte, 5 Nächte hintereinander angegriffen werden, ist ja ein bisschen assi. Ich meine, wir sind mit dem Sturmgewehr hier super ausgerüstet, aber ich meine, so langsam. So, dann gucken wir mal, was können wir denn hier richtig Geiles mitnehmen? Gewürze, das war das neue Item, was wir hier gefunden hatten. So, die Medizin nehme ich auf jeden Fall mit. Wasser auch. Ja. Ja, hier, weil es ein neues Item ist, kann ich das auch mal mitnehmen. Oh, hier Kräutermedizin auf jeden Fall auch noch. Ja. Ja. Gut, dann lasse ich den Kram mal hier, nehme ich irgendwie ein anderes mal mit. Boris ist schon richtig geil. Der kann so viel mitnehmen. Ja gut, dann müssen wir aber jetzt irgendwie auch mal demnächst zu einer anderen Loot-Location tatsächlich. Tag 8, Alter, könnte der Schnee mal bitte aufhören? Es ist ja nicht mehr auszuhalten hier. Und die Nacht war ruhig und es hat sich auch kein Zustand verschlechtert. Ja, Boris, was gibt's? Sehr hungrig bist du, ja, dann ess doch mal was. Hungrig, leicht krank. Sehr hungrig, leicht krank. Ja, das geht, das geht, das geht, das geht. Warte mal. So, wir wechseln mal gerade hier. Ja, du hast doch gerade was gegessen. Alles gut, du hast doch gerade was gegessen. So, dann kannst du hier auch mal gerade was essen. Dann können wir nämlich gleich neue Sachen kochen. Ah, die Kleintierfalle gibt ja hier richtig Gas. So, bevor ich mich weiter mit dem Herd beschäftige, erstmal die Kleintierfalle weiter bearbeiten. So, und Le Dünger. So, und dann kümmere dich mal um den Ofen. Hier muss es ein bisschen wärmer werden. Das kann ja so nicht angehen. So, komm hier, Temperaturen hochtreiben. Den Ofen upgraden. Ja, dafür bräuchten wir auch noch ein bisschen was. Hi. Alter, 6 drin und trotzdem nur plus 2 Grad. Ich habe furchtbare Angst. Wie? Du hast furchtbare Angst. Können Sie uns bitte beschützen?
für eine Nacht oder zwei beschützen. Sie können die Jagdflinte von meinem Mann benutzen. Ja. Kann ich prinzipiell machen. Aber warte mal bitte kurz. Ja. Filter. Filter, Filter, Filter. Filter muss ich trotzdem noch herstellen, ne? Ach du Heilige. Heieiei. Okay, Marien. Nein. Nicht Boris. Marien, aufstehen. Ich brauche jemanden, der gerade kostengünstig Filter machen kann. Moment, warten Sie bitte kurz. Ich bin gerade hier schwer beschäftigt. Ich bin gleich bei Ihnen. So, Marien, wir brauchen mal gerade hier ein paar Filter. Boah. Ja, komm, Emilia, geh mal mit und kümmere dich drum. Kümmere dich mal bitte drum. Ja, komm. Emilia, helf ihr mal aus. Ich hoffe, sie revanchiert sich irgendwann. Das wäre doch sehr, sehr gut. So, Boris. Dann koch mal was Schönes. So, kurz noch warten, bis der Filter hier durch ist. So, wie viel Wasser können wir jetzt machen? 16. Okay, Boris. Wasser herstellen, wichtig. Guck mal, ob 16 Wasser ausreicht, um alle 4 Fleisch zu braten. Ja, plus 7 Grad. Ein Stück Holz kann da gleich noch drauf. Ja, die Frage ist natürlich, ob wir das Ende des Winters überhaupt erleben. Ich meine, wenn gleich schon in der Woche die Friedensverhandlungen einsetzen. Ja, ne, also. So, jetzt brauche ich wieder Brennmaterial. Ja, Boris, du musst jetzt hier den Laden schmeißen, ne? Ist dir hoffentlich klar. Die Frage ist natürlich, jetzt da Emilia da ist, macht der Militärstützpunkt, wo man handeln kann, natürlich auch keinen wirklichen Sinn mehr. Tja. Ernsthaft, uns fehlt ein Wasser. Wollen mich verarschen. Ja gut. Boris, stell mal 3 Mahlzeiten. Ne? Das eine Fleisch wird uns schon nicht geklaut werden. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall hier 3 Mahlzeiten, die uns nicht geklaut werden können. So. Dann tun wir noch ein bisschen was auf dem Ofen. So, vielleicht noch ein bisschen was herstellen. Ja, so 3-mal. Noch ein bisschen Brennmaterial herstellen auf Vorrat.
Vielleicht noch ein bisschen mehr. Nochmal zwei Stück. Ein bisschen mehr, Boris. Ein bisschen mehr geht noch. Wir brauchen etwas zu essen. Ja, Boris, du hast gerade Essen gekocht. So, damit die Nacht über auch schön warm ist. Dann schauen wir doch mal. Dann schauen wir doch mal die Kirche. Die Kirche, ja. Das ist das Szenario, wo der Pastor da ist und handelt und hinten läuft irgend so ein Dude rum. Ich glaube, ich gehe vorher tatsächlich noch mal zum Supermarkt und nehme dort die restlichen 10% mit, damit wir beim Supermarkt komplett fertig sind und auch allen möglichen Kram zum Handeln haben tatsächlich. Oder, ja, wenn es das natürlich jetzt geklaut wird. Ne, komm, ich gehe zur Kirche und handel schon mal ein bisschen mit dem. Ja, wobei, handeln sollte eigentlich Emilia machen. Sie ist zwar nicht so gut wie Katja im Handeln, aber sie hat immer leicht verbesserte Handelskurse. Ja, komm, ich nehme erstmal den Rest beim Supermarkt mit. Wird schon schief gehen. Sind ja nur noch 10%, das kriegt Boris mit verbundenen Augen mit. So, zack. Alles klar, da ist irgendjemand, das interessiert mich aber ehrlich gesagt nicht. Denn ich mache einen Abgang. Ciao. 100% durch beim Supermarkt. Wer das jetzt war, interessiert mich ehrlich gesagt kein bisschen. Tag 9 und der Schnee hört nicht auf. Und Emilia ist wieder da, jawohl. Alles klar. Das heißt, nächste Nacht gibt es Handelsgut. Wir wurden ausgeraubt. Emilia hat auch nochmal 6 Gewehrmunition mitgebracht und wir wurden wieder hier. Jemand hat es wieder versucht anzugreifen, sind aber gescheitert. Wieso versuchen die es eigentlich immer wieder, sag mal? Wieso versuchen die das eigentlich immer wieder? So, ach, ja, Boris, guck mal, hast sowas zu tun. Aber erstmal hier Feuerholz nachfüllen. Tü. Das heißt, wir gehen nächste Nacht erstmal schön handeln mit Emilia. Tja, gehen wir zum Pfarrer oder zum Militärstützpunkt? Ich würde sagen zum Pfarrer, weil der Militärstützpunkt hat extreme Scheißkurse einfach nur. Der ist richtig crap. Er ist einfach richtig crap. Ja, wir brauchen was zu essen. Wir haben Essen. So ist es ja nicht. Haben hier Essen. Kaffee. Ja, es könnte sein, dass unser... Oh, der Händler. Emilia, das ist dein Job. Okay, vielleicht gehen wir nächste Nacht auch nicht handeln oder so, weil wir jetzt hier schon alles geil verhandeln können. Moin! Also, ich hätte gerne dein komplettes Wasser... Dein Gemüse und ein Fleisch. Jetzt fragt sie sich sicherlich, what? Ich bin doch nicht bescheuert. Geht's noch? Aber hier, ich hab das hier. Ja, da guckst du dumm, was? Da guckst du aber richtig hart.
So, die ganzen Zahnräder brauche ich auch auf jeden Fall. Vielleicht auch Waffenteile? Das reicht nicht. Ah, doch, mein Lieber, das reicht. Glaub mir, das reicht. Du weißt es nur noch nicht, dass es reicht. Du weißt nur noch nicht, dass es reicht. Das war ein Scherz? Nö, ehrlich gesagt, ist das kein Scherz. Oh. Tü, 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 tü. Munition haben wir eigentlich noch mehr als genug. Wobei, kann man eigentlich nicht genug haben, Munition. Okay. Ja, kann man noch mal ein bisschen gucken, ob ich feilschen kann? Nee. Okay, Freund, ich biete dir diesen ganzen Kram für diesen ganzen Kram. Deal. Alles klar. So, guck mal weiter. Was können wir denn noch ein bisschen handeln? Was könnten wir denn noch ein bisschen handeln? Ich hätte eigentlich gern alles. Ja, gut, das wirst du mir so jetzt wahrscheinlich nicht geben. Okay, für den Crap gibst du mir immerhin auf jeden Fall ein bisschen Feuerholz. Okay, machen wir das erstmal. Wie teuer ist denn bei dir eine Bandage, sag mal? Ganz schön teuer. Aber krieg ich hin. Das krieg ich hin. Okay, dann nehme ich mir auch noch die beiden Bandagen. Habe ich dann eigentlich überhaupt noch was zum Handeln? Nö, das habe ich hier alles verbraten quasi. Ja, alles klar. Hau rein, ne? Ja, der hat natürlich immer noch hier den besten Kurs. Alles klar, ne? Gut, dann würde ich mal sagen, Leute, schlagt euch mal den Magen hier ein bisschen voll. So. Die beiden sind hier immer noch am Pennen. Komm, Marien, ich will gucken, ob ich vielleicht noch eine zweite Kleintierfalle zum Laufen kriege. Leute, wacht auf. Sehr gut. Marien? Willst du bitte... Ey, hallo? Was ist jetzt hier los? Ich habe doch mal Marien angewählt. Schade. Eins zu wenig. Mehr hatte er leider nicht. Schade, schade, schade. Aber du könntest einfach mal gerade drei Filter auf Vorrat herstellen. Und dann kannst du noch ein bisschen kochen. Das Gemüse muss natürlich verbraten werden. Und vielleicht können wir jetzt endlich den Helm reparieren. Das wäre natürlich auch sehr schön. Interessant, dass bei Marien steht, er erholt sich und bei... Hä? Ach lol, Boris ist...
Was habe ich denn gerade gemacht? Lol. Hä? Jetzt haben die irgendwie geswitcht oder was? Alter. Ja gut, ja gut, die Filter hätte eigentlich gerade Marien bauen sollen. Ja, sehr gut. Hat auf jeden Fall super funktioniert. Egal, gut, auf die paar Bestandteile kommt es jetzt auch nicht mehr an. Das Szenario ist eigentlich eh schon gewonnen, sag ich mal. So. Dann kochen wir mal ein bisschen. So, das heißt natürlich auch, dass wir jetzt die zweite Falle bauen können, oder? Weil jetzt kriegen wir ja den Bonus. Ja, richtig. Dann mache ich das natürlich auch. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal zwei Kleintierfallen am Laufen. Das heißt, unsere Nahrungsproduktion ist auf jeden Fall sichergestellt. Und Trinkwasser können wir ja gut aus Filtern und Schnee gewinnen am Herd. Wir haben einfach alles. So, dann schaue ich doch mal, ob ich vielleicht noch den Helm oder so reparieren kann für die Nacht. Ah, schade. Aber ich könnte die Pistole reparieren. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? So, du kannst einfach mal eine Dose essen. Ich meine, wir haben es ja. Gönn dir einfach mal was, Boris. Gönn dir einfach mal was. Für die wirklich, wirklich gute Arbeit. Gönn dir einfach mal ein Döschen. So, Pistole ist repariert. Dann kannst du pennen. Ach ja, ach ja, ach ja. Dann würde ich sagen, gehe ich nächste Nacht zu geplünderten Tankstellen und räume die einfach auf zu 100% leer. Dann sind wir da auf jeden Fall schon mal komplett fertig. Es bringt jetzt ja eh nichts, wenn wir zu irgendeinem Handelsplatz oder so gehen. Und nach der nächsten Nacht werde ich auch die dritte Folge hier beenden. Es wird kalt. Ach so, ja, es wird kalt. Ja, danke, Boris. Darauf bin ich echt jetzt nicht allein gekommen, dass es kalt wird. Aber es sieht wirklich sehr gut aus. Also zwei Kleintierfallen ist schon richtig, richtig gut. So, So, Emilia wird mal im Bett pennen. Er wird die Wache übernehmen und mit... Nee. Nee, 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 nee. Wir werden mit Marien den restlichen Kram holen. Das war ja relativ wenig. Boris wird einfach jetzt mal die Wache übernehmen, damit wirklich jetzt gar nichts passiert in dieser Nacht. So machen wir das. Genau, Emilia bleibt im Bett. Boris übernimmt die Wache und Marien wird... den restlichen Kram holen. Hier sind wir bei 100%, hier sind wir durch, hier sind wir bei 99%. Den restlichen Prozentpunkt, den werde ich jetzt mitnehmen. So, Marien. Dann wollen wir mal. Ja, guck mal. Das ist ja quasi nichts Erwähnenswertes, aber dann sind wir hier auch mal durch. Sehr gut. Tag Nummer 10. Der Winter, der will einfach nicht aufhören, ne? Oh! Ja, dann hoffe ich doch mal, dass das am Anfang von der nächsten Folge genauso ist. Es ist immer noch kalt, aber der Schnee ist auf jeden Fall schon mal weg. Ja, und ob das hier so passieren wird, das sehen wir ja dann. Ja, also da hoffe ich doch mal sehr, dass das dann am Anfang der nächsten Folge genauso aussieht. Ach, guck mal, fast plus 10 Grad. Also es wird wärmer.
Hoffentlich ist das am Anfang der nächsten Folge auch noch so. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge This War of Mine Road to Frostpunk. Haut rein, bis dann und ciao.